innovativ, holistic, Ästhetika, freigeistig, chaotisch, glaubhaft, revolutionary, weiß, radikal, schnell, deutsch. Das ist Bauhaus, oder? After 100 Jahre später sind die Ideale des Bauhauses relevanter, als sie es damals waren. Das Bauhaus hat ja vor 100 Jahren die Fragen gestellt zu einer anderen Zukunft. Wie werden wir lernen? Wie werden wir leben in Zukunft? Das Bauhaus hat die Welt in ganz unterschiedlichen Bereichen beeinflusst. Ganz sicher hat das Bauhaus den Anspruch gehabt, eine Gestaltungssprache zu formulieren, die universell ist. Dass alles irgendwie so seine perfekte Höhe hat, seine perfekte Größe. Und so ist es optimal für den Menschen, dass er das benutzen kann. Sie wollten die Trennung zwischen Handwerkern, Designern und Künstlern überwinden. Das Bauhaus ist ein Mythos. Die Strahlkraft und Magie der Kunstschule reichen bis in unsere Gegenwart. Historisch nur eine kurze Episode, definiert das Bauhaus bis heute die moderne Welt. Eine neue Pädagogik, Architektur, Malerei, Tanz, Design, alles wurde hier ausprobiert, gelernt, gelehrt, gefeiert. Mit Hitlers Machtergreifung und der Schließung der Schule emigrierten die Künstler, Architekten und Denker. Sie verbreiten das Bauhaus, seine Ideen und Visionen in der ganzen Welt. Wo sind die Effekte noch heute spürbar? Alltagsprodukte in serieller Herstellung. Die Industrie als Partner. Eine große Vision des Bauhauses. Heute beim Möbelkonzern IKEA scheint sie Wirklichkeit geworden. Eva-Maria Rönnegard weiß schon heute, was morgen alle haben wollen. Wie bekommst du es hin, dir dein erstes Zuhause einzurichten? Mit einem Bett, einem Sofa, einem Schreibtisch, zu einem Preis, den du dir leisten kannst. Wichtigstes Verkaufsargument ist also die Erschwinglichkeit der Produkte. Das funktioniert. Seit 1943 richten sich ganze Generationen mit IKEA ein. IKEA. Das Bauhaus des kleinen Mannes? Ob es das war, was Bauhausgründer Walter Gropius einst vorschwebte? Wir haben eine Leitlinie, die wir demokratisches Design nennen. Es gibt 5 Säulen. Es fängt an mit der Form. Eine Verbindung zum Bauhaus ist natürlich, dass die Form der Funktion folgt. Und natürlich muss das Produkt auch eine gute Qualität haben, um seine Funktion zu erfüllen. Wir legen auch Wert auf Nachhaltigkeit. Und wenn man diese 4 Punkte mit einem niedrigen Preis kombiniert, dann hat man ein typisches IKEA-Produkt. Die 5 Säulen des demokratischen Designs, niedergeschrieben vom IKEA-Gründer, sollen jedem Menschen Zugang zu guten Produkten ermöglichen. Das erinnert tatsächlich an Walter Gropius. Bereits in Weimar ruft der erste Bauhausdirektor zu einer Zusammenarbeit mit der Industrie auf, damit mehr Menschen in den Genuss von Konsumgütern kommen. Weil das Bauhaus im konservativen Weimar in Ungnade fällt, ist es bald zum Umzug nach Dessau gezwungen. Ein Umstand, der Gropius letztlich in die Karten spielt. Die Weimarer wollten ja das Bauhaus nicht mehr. Und 1925 musste Gropius dann nach neuen Orten Ausschau halten. Das Angebot aus Dessau war dann aber scheinbar das Beste. Es gab einfach sehr viel Entfaltungsmöglichkeit hier. Und es gab ein politisches wie auch industrielles, muss man sagen, Interesse, das Bauhaus nach Dessau zu bekommen. Mitteldeutschland war ja damals so ein bisschen sowas wie das Silicon Valley. In Dessau öffnet sich die Schule der Industrie und ihren seriellen Herstellungsmethoden, um mit einer Synthese von Kunst und Technik auf Höhe der neuen Zeit zu sein.
Insgesamt hat das Bauhaus hier in Dessau mit, glaube ich, 1000 verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, in kleineren und größeren Projekten. Also es gab schon intensive Beziehungen. Die Bauhäusler hatten ja auch Aufträge von verschiedenen Bürgern, ihre Wohnungen einzurichten, Broschüren zu machen für verschiedene Firmen. Also gleichwohl war das natürlich nicht für alle wohlwollend gesehen und sie mussten ja deswegen auch weiterziehen. Auch in Dessau gerät das libertäre Bauhaus im Zuge der aufziehenden Weltwirtschaftskrise unter Druck. Der Anfeindungen überdrüssig beruft Bauhausdirektor Walter Gropius 1928 den Schweizer Architekten Hannes Meyer zu seinem Nachfolger. Unter ihm wird das Bauhaus politischer und es orientiert sich nun stärker an industriellen Vorgaben. Hannes Meyer hat eine starke sozialistische, ja kommunistische Ausrichtung des Bauhauses für diese sehr produktiven 2 Jahre, in denen er Direktor am Bauhaus nur gewesen ist. Hatte das für ihn eine übergeordnete Bedeutung, bei Gropius überhaupt nicht. Das Bauhaus will Produkte für die breite Bevölkerung erschwinglich machen. Die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse hat klaren Vorrang vor künstlerischen Überlegungen. Man wollte in die Haushalte, in die Häuser, in die Gesellschaft hineinwirken. Und man wollte mit etwas wirken, was eben anders aussah als das, was man bisher gewohnt war. Man sah sich an einem Wendepunkt nach dem Ersten Weltkrieg. Man bejahte zumindest ab 1922, 1923 die Maschine, die industrielle Produktion und war der Meinung, dass der Mensch der Nachkriegszeit modern sein solle in seiner Bejahung der Technik, in seiner Fortschrittsgläubigkeit und wollte dazu passende Gegenstände für den Alltag vom Teppich bis zum Haus, bis zum Städtebau entwickeln und die Stadt und die Welt modernisieren. Ein vergleichbares Ziel setzt sich heute IKEA. Ähnlich dem historischen Bauhaus begreift sich der Möbelhersteller als eine Art Labor für ein besseres Leben. Wir wollen den Alltag von vielen Menschen verbessern. Auf eine Art ähnelt das auch der Bauhausphilosophie, dass Design nicht nur für wenige sein sollte, sondern dass es Produkte für die vielen geben sollte. Bei IKEA ist der Mensch natürlich in erster Linie Konsument, der sich diese Lösungen kaufen soll. Die Produktpalette wechselt ständig. Der Bauhauseffekt ist hier ganz deutlich. Das demokratische Design von IKEA ist ein Massenprodukt. Die Ideen der Bauhausschule sind im Konsumzeitalter angekommen. Hannes Meyer bleibt nur 2 Jahre Direktor in Dessau. 1930 wird er unter dem Vorwand kommunistischer Machenschaften vom Stadtrat gekündigt. Er geht mit einigen Schülern in die stalinistische Sowjetunion, um am Aufbau einer neuen Gesellschaft mitzuwirken. Der Zweite Weltkrieg reißt Deutschland in 2 Teile. Weimar und Dessau liegen jetzt in der sozialistischen DDR. Das Bauhaus hatte ohnehin in den frühen Jahren der DDR keine Chance, wieder neu aufzuleben. Man hat das Bauhaus äußerst kritisch bis ablehnend beurteilt als eine bourgeoise Einrichtung. Das dauerte bis in die Zeit nach dem Tode von Stalins, im Grunde genommen bis Anfang der 60er Jahre, als der Baufunktionalismus kam, als man angefangen hat, im großen Maßstab mit vorgefertigten Bauteilen Siedlungen außerhalb der gewachsenen Städte zu errichten. Dann hat man wieder am Bauhaus angeknüpft und das Bauhaus wieder positiv gesehen. Was von Hannes Meyer bleibt, ist die Forderung, für das Volk zu gestalten und seine Parole Volksbedarf statt Luxusbedarf. Die meisten am Bauhaus entworfenen Produkte sind aber teuer und damit einer exklusiven Käuferschicht vorbehalten. Wie die Lampe des Bauhäuslers Wilhelm Wagenfeld, einer der bekanntesten Bauhaus-Design-Klassiker.
die Wagenfeldleuchte kostet um die 400 Euro. Das hat damit zu tun, dass diese Gegenstände am Bauhaus entwickelt und entworfen wurden zu einer Zeit, als man das Serienobjekt noch nicht wirklich angepackt hat. Bereits zu ihrer Zeit ist die sogenannte Wagenfeldleuchte so teuer gewesen, dass man große Schwierigkeiten hatte, sie überhaupt verkaufen zu können. Die Wagenfeldleuchte fällt also eher unter Luxus als Volksbedarf. Und die Idee der Serienherstellung geht erst später auf. Dafür hat sie es über den Atlantik nach New York geschafft, in die Sammlung des Museum of Modern Art. Am berühmten MoMA legt Gründungsdirektor Alfred Barr Ende der 1920er Jahre den Grundstein für den Erfolg des Bauhauses in den USA. Der Schweizer Martino Stierli ist Chefkurator für Architektur und Design. Alfred Barr hat sich schon sehr früh für das Bauhaus und überhaupt für die europäischen Avantgarde-Bewegungen interessiert. Und was Barr am Bauhaus natürlich auch beeindruckt, ist eben dieser Versuch, Kunst und Alltag in Einklang zu bringen, die Verknüpfung von Kunst und Technik und dieser interdisziplinäre Ansatz, auch diese Enthierarchisierung der Künste. Also Alfred Barr hat die Grundsätze und die Konzeption des Bauhauses dann in die Gründung der Struktur des Museum of Modern Art direkt einfließen lassen. Bauhausideen bilden also das Fundament für eine der wichtigsten Kunstsammlungen der Welt. Das Bauhaus steht ja auch für eine gewisse Ästhetik. Zugleich ist das Bauhaus auch ein bisschen eine diffuse Größe, nicht? Also vieles, was eigentlich modernistische Gestaltung im weitesten Sinne ist, wird manchmal etwas vorschnell einfach auf das Bauhaus reduziert, um so eine ganz allgemeine, sagen wir, stilistische Bevorzugung so zu signalisieren. Das ist vielleicht mein Problem, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein unglaublicher Erfolg letztendlich. Nicht? Wenn man zur Marke wird, hat man ja auch was erreicht. Das Bauhaus ist wie ein Virus. Er verbreitet sich schneller, als man denkt. Was, wenn am Bauhaus niemals irgendetwas wirklich Interessantes passiert ist? Wenn sie einfach nur eine geniale PR-Abteilung hatten? Bücher, Magazine, Persönlichkeiten und all das erzeugte eine Art Kult. Vielleicht ging es am Bauhaus gar nicht um Rationalität, Industrialisierung, Klarheit und das Maschinenzeitalter. Und Gropius, zu Beginn war er totaler Expressionist. Dann wird er zu einer Art PR-Manager. Ist das nicht eher Management-Gehabe, das sich hier verbreitet? Wir sind umgeben vom Effekt dieses Virus. Wir sind hier in New York, im Zentrum der Management-Kultur. Der Architekturkritiker Mark Wigley lebt in New York. Er fühlt sich von den vielen Glas- und Stahlkonstruktionen erschlagen. Ist das Bauhaus wirklich nur eine Marke ohne Inhalt, der wir eine durchdesignte und seelenlose Gegenwart zu verdanken haben? Das Bauhaus ist heute gebrandet und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Gerade deshalb schätzen es Design- und Architekturliebhaber. Und wohnen auch gerne selbst darin, wie Familie Eller. Man könnte auch glauben, es wäre ein Neubau, wenn man das nicht wüsste. Sehr oft, dass wir darauf angesprochen werden. Ja, wir haben das Haus eigentlich durch Zufall in einer Annonce gesehen von einer Wiesbadener Bank. Es stand drüber, sanierungsbedürftiger Bungalow in Bestlage. Und ich hatte dann zu meiner Frau gesagt, Mensch, das hört sich interessant an, lass uns doch mal hinfahren. Die Ellers finden einen Architekturschatz. Nicht einmal der Makler weiß, dass es sich bei dem Bungalow um das einzig erhaltene Wohnhaus des Bauhausarchitekten Marcel Breuer in Deutschland handelt. Wir wussten auch irgendwie beide,
da ist was Besonderes mit dem Haus. Man merkte, wurde über Jahre nichts mehr gemacht. Das war in einem fürchterlichen Zustand, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber der Geist dieses Bräuers, der war einfach noch da. Von diesem Dachvorsprung und der Höhe der Brüstung unter den Fenstern, das ist so von Breuer ausgerechnet, dass sich das Licht unterhalb der Fenster bricht, sodass also nie eine direkte Sonneneinstrahlung in die Räume stattfindet. Nichts ist dem Zufall überlassen, sondern alles hat irgendwo seinen Sinn und seinen Grund. Und das ist also so faszinierend, dass man sich auch wirklich einlässt auf den Mensch. Also muss man sagen, Respekt. Solche Dinge, die sieht man heute eigentlich wenig in den Objekten. Also heute hat man zwar auch wieder diesen Kupusstil, den man heute auch immer wieder sieht bei Neubauten. Auch durchaus attraktive Häuser, aber ich glaube, damals hat man sich bei diesen Häusern mehr Gedanken gemacht um das tatsächliche Leben in dem Haus und an dem Haus. Eigentlich formen Bauherren ein Haus nach ihren Vorstellungen. Hier scheint es umgekehrt. Die Einrichtung der Ellers besteht aus stilechten Stahlrohrmöbeln. Ende der 1920er Jahre entwirft Marcel Breuer für den Möbelhersteller Tonet seine Stuhlklassiker. So wird die Verbindung von Kunst und Industrie Wirklichkeit. Das sind diese passenden Gartenmöbel dazu, die nicht nur bequem sind, sondern auch toll aussehen. Sehr viel Stahlrohr, sehr hell, sehr weiß, sehr schlicht. Zuvor war Marcel Breuer dem Paar vor allem als Möbeldesigner bekannt. Quasi unfreiwillig sind sie nun Hüter seines architektonischen Erbes in Deutschland. Wir waren in Berlin, in Weimar und in Dessau, haben uns natürlich über einige Tage uns sehr intensiv mit überhaupt der ganzen Bauhausphilosophie beschäftigt. Wir haben sehr viel gelernt. Das war uns auch wichtig, wenn wir schon jetzt in so einem Haus leben, dass wir einfach da noch mehr drüber verstehen. Was man hier in diesem Haus auf jeden Fall merkt, ist, dass die funktionalen Räume in den Norden ausgerichtet sind und die Lebensräume, Wohnräume in den Süden ausgerichtet sind. So hat man schon eine positive Energie. Einrichtungsliebhaber, die noch nicht alle Stühle zusammen haben, kommen hierher. Zum Vitra Design Museum in Weil am Rhein, Pilgerstätte für Designfans aus aller Welt. Herzog und de Moron? Frank Gehry? Zaha Hadid und andere zeitgenössische Architekten verewigten sich auf dem Gelände. Für Museumsdirektor Matteo Kries wirken Architektur und Design unmittelbar in den Alltag der Menschen. Design ist eigentlich eine Herangehensweise an Probleme, an eine Möglichkeit, Alltagsprobleme zu lösen mit Gestaltung, mit gestalterischen Ideen. Das kann sich auf ein Möbel beziehen, aber es kann sich auch auf Prozesse beziehen, auf gesellschaftliche Situationen beziehen. Dass Design viel mehr ist als nur Objektgestaltung. Designer befassen sich auch mit Fragen der Gesellschaft, mit neuen Materialien, mit Dingen, die nicht immer materiell greifbar sind. Und dieses Designverständnis ist tatsächlich auch auf das Bauhaus zurückzuführen. Das Bauhaus war eine der ersten Institutionen, die ein offenes Designverständnis propagiert hat, was über das einzelne Objekt hinausgeht. Das Bauhaus, die Bauhäusler haben Design als die Gestaltung von Gesellschaft und von Zukunft verstanden. Die Sammlung beherbergt rund 7000 Exponate, darunter Schlüsselstücke des internationalen Möbeldesigns. Unter den Shootingstars sind Bauhausmöbel von Marcel Breuer und natürlich Mies van der Rohe. Mies van der Rohe hatte eben auch diese großbürgerliche, etwas glamouröse Seite. Diese moderne Architektur muss nicht immer nur asketisch sein, die muss nicht immer nur weißer Putz und einfache kleine Fensterrähmchen sein, sondern die kann auch richtig glamourös daherkommen. Und das hat Mies mit diesem Barcelona-Pavillon demonstriert. Und er hat es eben auch demonstriert mit den Möbeln, die er dafür entworfen hat. Mit diesem Barcelona-Sessel, der eben die gleiche Aura, die gleiche Großzügigkeit wie dieser Pavillon ausstrahlt.
Mies ein unkomplizierter Mensch? Nein. Menschen, die besessen sind, alles perfekt zu ordnen. Es wirkt wie ein Projekt, bei dem es um den Menschen geht. Lasst uns den menschlichen Körper vermessen. Lasst uns ein System organisieren, das perfekt auf diesen Körper abgestimmt ist. Bald heißt es, lasst uns einen neuen Körper schaffen. Lasst uns Architektur und Möbel designen, die einen neuen Menschen formen. Und am Ende, lasst uns einen Supermenschen schaffen. So ein obsessives Gebäude stammt nicht von einem unkomplizierten Menschen. Die Rede ist von Mies van der Rohes Seagrim Building. Ein Stahlskelett mit einer nicht tragenden Fassade aus Glas. Ende der 1950er Jahre gebaut, ist es stilbildend für die amerikanischen Wolkenkratzer der Nachkriegszeit. In Chicago perfektioniert Mies van der Rohe den neuen freischwebenden Fassadenstil. Auf ein Mindestmaß reduzierte Formen und die obligatorische Plaza am Fuß des Gebäudes. Klar strukturierte Gebäude werden von Verrückten gebaut. Wir werden doch meistens von Verrückten beeinflusst. Oder sind wir etwa jemals von netten Menschen beeinflusst worden? Was ist, wenn das Bauhaus gar nicht nett war? ...45,8 habe ich, ein paar Zentimeter variiert es von Wohnung zu Wohnung. Das ist Luxus. Ich bleibe hier, ich möchte hier unbedingt bleiben. Kerstin Franz ist überzeugt von ihrer kleinen Dessauer Wohnung. Kalt und seelenlos findet sie hier gar nichts. Sie sehen jedes Wetter, jede Stimmung und es ist sowas von schön. Wenn Sie so wollen, so groß sind normalerweise Schaufenster. Ja, und das ist ein Schaufenster ins Grüne. Ich liebe das total. Das ist so schön zu jeder Jahreszeit. Und gerade auch im Winter, wenn wir denn mal Schnee haben und das schimmert dann hier so rein. Das ist zauberhaft oder Vollmond. Das gibt hier ein Licht durch die hohen, durch die vielen Fenster. Diese Lichteffekte, das ist meins. 1929 beweist Hannes Meyer mit dem Bau der heute weltbekannten Laubenganghäuser Innovationsgeist. Er setzt sein Motto Volksbedarf statt Luxusbedarf konsequent um und baut Volkswohnungen, die von Arbeitern und kleinen Angestellten gemietet werden. Es war schon auch für Familien aus allen Schichten, Kaufleute, Schuster, Metallarbeiter, wenn man an die Berlin, 20er, 30er Jahre, die Hinterhöfe denkt und wie da gehaust wurde. Und dann hier in so einer Lichtwohnung, ja, mit kleinem Einkommen. Das ist dann schon sensationell für damalige Zeit. Und für einen alleine heute auch. Unverputzter Ziegelstein, sichtbare Fensterstürze aus Stahlbeton. Mit diesem neuen Look wendet sich Hannes Meyer vom klassischen Bauhausstil ab. Das Besondere? Die Eingänge zu den Wohnungen liegen an einem gemeinsamen offenen Gang. Das ist ja ganz anders als im normalen Neubau, sage ich mal, wo sie normale Flure haben. Hier ist man immer gleich draußen. Und da ist natürlich eine ganz andere Kommunikation möglich. Ne? Also da steht dann einer auf dem Balkon und raucht eine Zigarette oder was weiß ich, sitzt gerade da und guckt sich die Leute an. Und dann sieht man sich, dann spricht man sich, dann wirft man ein Hallo hoch. Das Soziale, und das fehlt ja auch in Deutschland momentan, solche Menschen wie Hannes Meyer oder Walter Gropius, jemand mit Visionen und Ideen und der sich durchsetzen kann, das fehlt heute einfach. Die Laubenganghäuser setzen den städtischen Wohnungsbau von Walter Gropius fort. Die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg ist groß. Deshalb soll Gropius in Dessau für erschwinglichen Wohnraum sorgen. Das war, glaube ich, auch noch mal eine ganz besondere Herausforderung, weil Gropius dort an einer Siedlung gearbeitet hat, die auch ein Wirtschaftsmodell war. Also er hat relativ kleine, würde man heute sagen, Reihenhäuser geplant in großer Anzahl, aber damit hat er eben auch Arbeitern erstmals ermöglicht, ein eigenes Haus zu haben. Und die Erfolgsgeschichte eigentlich daran ist, dass die Häuser bis heute bewohnt sind.
bin schon Exot hier, das muss man einfach wissen. Da hinten, da wohnt der verrückte Professor. Der hat das Bauhaus da wieder so zurechtgebaut. Am Anfang war es schon ein Experiment. Geht das überhaupt? Geht das in deinen sozusagen 2000er Jahren oder 2010er Jahren noch hier in einem Bauhausgebäude mit diesen beschränkten Räumlichkeiten zu wohnen und auch mit entsprechender Lebensqualität zu wohnen? Es geht, wenn auch mit Zugeständnissen bei der individuellen Einrichtungsfreiheit. Dieses Bett steht falsch. Nach der Möblierung von Gropius müsste es um 90 Grad gedreht sein. Aber er hat nur 1,80 Meter Bett eingeplant. Das heißt, bei dem 2 Meter Bett, wenn Sie das drehen, dann kommen Sie hier nicht mehr an der Wand vorbei. Es wäre besser, wenn es stehen würde, gedreht würde. Dann könnte also man rechts und links ein schönes Nachttischchen haben und so weiter. Ist nicht drin. Hans-Knut Arndt ist Bauhaus-Fan mit Haut und Haaren. Er lässt sich komplett auf das Gropius-Haus ein. Da lasse ich eine neue Garage erstellen. Es war auch sehr, sehr schwer, eine passende Garage zu finden. Auch da kommt natürlich mein Bauhaus-Wahn, nein, Wahn nicht, aber sozusagen meine Bauhaus-Begeisterung durch. Ich wollte vom Typ her, es gibt ja zum Glück ein Vorbild, beim Meisterhaus Gropius ist ja die Originalgarage noch erhalten, die habe ich mir sozusagen als Vorbild genommen. Das ist nicht ganz einfach, aber hier habe ich eine Firma gefunden, die auch sogar ökologisch mit BIMS-Beton eine Garage realisieren kann, die aber hinterher sehr bauhausartig aussehen wird. Gropius' Herausforderung, so rationell wie möglich zu bauen. Er testet neue Baustoffe und Fertigbauteile, die erstmals in Serie hergestellt werden können. Die Baustelle ist wie eine industrielle Taktstraße organisiert. Mehrere Häuser eines Bauabschnitts werden gleichzeitig gebaut. Die baulichen Auswirkungen von Gropius' knappem Budget sieht man noch heute. Hier hinten raus, also hinter diesen Duschvorhängen, hier ging es eigentlich zur Dachterrasse. Das ist eigentlich das Interessante, dass man aufgrund der räumlichen Knappheit, dass man durch das Bad auf die Dachterrasse gehen musste. Das steckt schon natürlich ein bisschen dahinter, denke ich, dass er sich überlegt hat, nein, also das sind ja alles die Ruheräume hier oben und das sozusagen Bad ist der einzige Raum, der von allen frequentiert wird. Also muss der Durchgang zum Balkon oder zur Dachterrasse dann auch über das Bad sein. Hans-Knut Arndt ist einer der wenigen Bewohner, der dem echten Bauhaus, wie es von Gropius gemeint war, bis heute treu geblieben ist. Während die restlichen Fassaden der Siedlung in individuellem Dessauer Barock glänzen. Ab Ende der 1930er Jahre tritt Gropius in New York den großen Siegeszug des Bauhauses in Übersee los. Seine Eintrittskarte in die USA, die große Bauhausausstellung im MoMA 1938. Man kann fast nicht unterschätzen, wie zentral dieser Einfluss des Bauhauses auf die Künstlerausbildung in den USA ab 1940 war, die dann die Grundlage eben für ganze Künstlergenerationen, zum Beispiel Walter Gropius, übernimmt die Architekturschule an der Harvard University Graduate School of Design, eine der wichtigsten Architekturschulen der Zeit. Mies van der Rohe geht ans Armour Institute, das nachmalige Illinois Institute of Technology, baut dort nicht nur einen neuen Universitätscampus nach seinen architektonischen Vorstellungen, sondern verändert eben auch die Art und Weise, wie Architektur unterrichtet wird. Das Bauhaus ist unfassbar wichtig. Über Design zu reden, ohne über das Bauhaus zu reden, ist wie über das Kochen zu reden, ohne über Feuer zu reden. Es macht schlicht keinen Sinn. Deshalb können wir das Bauhaus nicht aus unserem Körper und unseren Gedanken verbannen. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute, die das Bauhaus erfanden, wussten, was sie tun. Ich habe das Gefühl, wann immer man sein Handy nimmt, Klamotten anzieht, aus der Tür geht, egal was man liest, die Typografie, alles was man sieht, fast alles ist bauhausmäßig geformt und verpackt. Und das bedeutet, wir sind alle Opfer des Bauhauses. Niemand entkommt dem Bauhaus. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland werden die USA Zufluchtsort für viele ehemalige Bauhäusler.
In der Kunst werden seine Ideen in den 1950er und 60er Jahren zum Kernstück der amerikanischen Moderne. Annie und Josef Albers werden in den 30er Jahren an das neu gegründete Black Mountain College in North Carolina berufen, das in den 50er Jahren insbesondere zu einem ganz wichtigen Kondensationspunkt für unglaublich wichtige Künstler wird. Diese Leute, die dann entscheidend eigentlich für die Kunst, der amerikanische Kunst der Nachkriegszeit werden, gehen durch diese auf den Schultern des Bauhauses errichteten, sagen wir, Schulen zurück. Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Merce Cunningham. Dieses zeitgenössische Tanzstück des Choreografen und Black Mountain-Schülers Merce Cunningham basiert auf den weiterentwickelten Bewegungsprinzipien der Bauhausbühne. Da sieht man, wie sich Kunst entwickelt. Die Bauhausbewegung hat auf jeden Fall Eingang in die Tanz- und Musikszene gefunden. In New York vermittelt die Tänzerin Jennifer Goggins das Erbe Merce Cunninghams an die nächste Tänzergeneration. Merce Cunningham. Merce Cunningham hat die Tanzkunst radikal verändert. Einer seiner ersten Schritte war es, Stücke zu kreieren, die keine Handlung mehr hatten. Es gab keine Charaktere mehr, keine Geschichten. Er wollte sich nur den Tanz und die Bewegung um ihrer selbst willen anschauen. Diese radikale Abstraktheit geht auf Oskar Schlemmer zurück, die zentrale Künstlerpersönlichkeit der Bauhausbühne. Sein Thema? Die Neuordnung der Figur im Raum, ihre Bewegung in standardisierten und mechanisierten Körpern und Kostümen, Mensch und Maschine. Sein Stück Das Triadische Ballett, uraufgeführt 1922 in Stuttgart, feiert bis heute weltweite Erfolge. Merce Cunningham entwickelte diesen tanzenden Kunstmenschen mit seinen Choreografien weiter. Manche Leute sagen, dieser Tanz sei nicht menschlich. Da gibt es keine Charaktere, es werden keine Gefühle ausgedrückt. Merce würde sagen, Tanz ist immer menschlich, weil er vom menschlichen Körper dargeboten wird. Das war extrem radikal. Heute arbeiten Choreografen überall auf sehr abstrakte Weise. Und das ist allgemein akzeptiert. Steady in the leg. There we go. Big lunge. Auch in Westdeutschland spürt man nach dem Zweiten Weltkrieg noch den Effekt des Bauhauses. In der Bundesrepublik knüpft die Hochschule für Gestaltung in Ulm an die Traditionen an. Die Idee am Anfang war ja tatsächlich, hier das Bauhaus wiederzubeleben. Es haben viele ehemalige Bauhäusler unterrichtet und natürlich Max Bill als Gründungsdirektor ist da zu nennen. Heute ein Museum, war die HFG Ulm bis 1968 eine der bedeutendsten deutschen Designhochschulen nach dem Bauhaus und Wegbereiter für das Berufsbild des Designers. Die HFG Ulm arbeitet bereits in ihrer Gründungsphase mit großen Firmen zusammen, von denen zu dieser Zeit viele noch keine eigene Designabteilung haben. Besonders erfolgreich ist die Kooperation mit der Elektrofirma Braun. Die Linie zum Bauhaus, da würde ich jetzt etwa die Anordnung etwa der Elemente sehen, dass das durchaus im Sinne der konstruktivistischen Grafik oder eben auch der Grafik, wie sie am Bauhaus gepflegt wurde, dass man da eine Traditionslinie ziehen könnte. Der SK4, super phono kompakt oder Schneewittchen sagt, ist entstanden für die Firma Braun. Das ist eine Auftragsarbeit, die HFG Ulm sollte mit solchen Aufträgen Geld für die Schule verdienen. Für
Fong Wu ist Chefdesigner bei Braun. Heute trifft er den Archivar der Braun-Sammlung, Thomas Guttandin. Die Proportion ist wichtig, damit es schlank wirkt. Und diese Proportion, die ist von Dieter Rams. Anfang der 1960er Jahre wird Dieter Rams Chef der neu gegründeten Designabteilung bei Braun. Zusammen mit den Ulmer Gestaltern erschafft er Geräte, die heute als Designklassiker gelten. Der Teamgedanke ist im Gestaltungsprozess das Wichtigste. Der Schneewittchensarg ist so ein Beispiel, also für die Entwicklung, wo wirklich alle an einem Tisch saßen und ihre Meinung dann dazugegeben haben. Und das hat dann im Endeffekt zu diesem Gerät geführt, was einfach zu einer Ikone auch wurde. Ja. Man hat das stückweise immer weiter verbessert und Dieter Rams hat dann auch den Plexiglasdeckel vorgeschlagen. Ja, und der Plattenspieler, Einsatz, der ist von Wagenfeld. So ist mit Wilhelm Wagenfeld sogar ein Bauhäusler am legendären Schneewittchensarg beteiligt. Der Bauhauseffekt hier, eine neue Produktsprache, am Bauhaus erfunden, in Ulm weiterentwickelt, über Braun in die Haushalte gelangt. Trotz der Teamleistung von vielen wird er Mr. Braun, der Industriedesigner Dieter Rams. Er prägt eine neue Klarheit und Einfachheit der Dinge des Alltags. Wann ist es zu viel, wann ist es wenig genug? Wann ist das Produkt dienlich, wann wird es zu stylisch? Das sind die Fragen, mit denen sich sowohl das Bauhaus als auch Dieter Rams beschäftigten. Und bis heute die Designer von Braun. Bekannt war Braun und diese Schlichtheit der Designphilosophie in einer einzigen Kategorie, was wir hier vor uns sehen, Hi-Fi. Global wurde die Marke aber nicht bekannt. Und das war ja dann der Schritt Nummer 2, diese neue Designphilosophie auf den Bereich Haushalt umzusetzen. Und dadurch kam Braun Haushalt oder die Marke Braun auch über den Teich. Wie das dann nach Amerika kam, wurde es ja auch sofort erkannt, dass das ein zeitloses Design ist. Die Firma Braun hat in der Nachkriegszeit unglaublich erfolgreich und auf wahnsinnig hohem Niveau es geschafft, eben ein Corporate Design oder eine Corporate Identity herzustellen über das Bild einer zeitgemäßen funktionalen Gestaltung, wofür eben der Beitrag von Dieter Rams elementar war. So orientieren sich an der Formensprache der Marke Braun der 1960er und 70er Jahre bis heute die erfolgreichsten Technologieunternehmen der Welt. Übersehbar. Die avantgardistischen Entwürfe der Braunianer leben in Apples iPod und iPhone fort. Daraus macht Apples Chefdesigner Joni Ive keinen Hehl. Er schenkte Dieter Rams einen iPod, weil dieser dem Braun Taschenradio T3 nachempfunden ist. Von Kunst und Handwerk über Kunst und Technik am Bauhaus bis hin zur heutigen Einheit von Kunst und Kommerz. Braun und Apple stehen längst auch für unser Zeitalter des Massenkonsums. Der fast schon bescheidene Look dieser Produkte passt ideal in unsere digitale Epoche. Wir leben in einer hochindividualisierten Konsumgesellschaft, die sich mit Hilfe von Designprodukten ihre Identität zusammenkauft. Was ist bescheiden an Bauhausobjekten? Das ist gefälschte Bescheidenheit. Fake News. Dein iPhone ist das perfekte Bauhausobjekt. Steve Jobs besuchte eine Vorlesung am New Bauhaus und sagte, ich liebe die Bauhaus-Prinzipien total. Deshalb tragen wir das Bauhaus ständig in unserer Tasche herum. Glauben Sie nicht, dass man sich mit dem neuen iPhone eher mehr als Mensch fühlt als weniger? Es geht nicht nur um Style. Es geht darum, den Anschluss nicht zu verlieren. Wenn der Mensch das am meisten durchgestylte Objekt ist, dann brauchen wir wirklich ein neues Designkonzept. Es ist ja schön, ein iPhone zu besitzen, aber es ist weniger schön, ein iPhone zu sein. Der Bauhauseffekt.
dem Dessauer Leitsatz Kunst und Technik eine Einheit und Hannes Meyers Credo Volksbedarf statt Luxusbedarf folgen gut gestaltete Alltagsprodukte. Diese verbreiten sich über die Nachfolgeinstitutionen weltweit, genau wie die grundlegenden Ideen des Bauhauses. So wird aus Kunst und Technik auch Kunst und Kommerz. Das Bauhaus als Marke ist heute auch Lifestyle-Produkt. Das ist alles schön und gut, bis du merkst, dass du selbst, deine Gefühle, deine Gedanken, dein Körper, deine Erbanlagen, deine Kinder, deine Art zu leben, der Himmel, das Wetter, designt sind. Wir haben unser eigenes Aussterben designt. Bauhausdesign, gutes Design, hat uns beinahe dazu gebracht, unsere eigene Spezies auszulöschen. Jetzt ist Zeit zu sagen, bevor wir uns selbst ausrotten, lasst uns das Bauhaus vernichten. Oder wir fragen weiter. Was das Bauhaus bis heute so lebendig macht und auch lebendig hält, ist, dass es ganz grundsätzliche Ideen verfolgt hat. Fragen wie, wie wollen wir in Zukunft leben? Das ist sicher eine der Erklärungen, warum eine solche Kraft vom Bauhaus bis heute ausgeht. Welche Impulse kann das Bauhaus für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts geben? Wie sehen der neue Mensch und seine Bedürfnisse heute aus? Kann gutes Design helfen, das Leben der Menschen besser zu machen? Mehr dazu in unserem dritten Teil: Bauhaus World – die Utopie.